Ja, hallo, ich bin's wieder mit einem weiteren Bericht zum neuen Kit hier, dem Rode Wireless Go 2, das ich mir zugelegt habe mit den zwei Mikrofonen und dem einen Empfänger. Heute mal mit einem Praxistest draußen im Feld, denn ich wollte mal wissen, was ist denn wirklich dran an der Reichweite. Rode sagt ja in den Beschreibungen, bis zu 200 Meter auf Sicht soll es funktionieren. Gut, das muss man mal ausprobieren. Ich habe ja hier nochmal einen kurzen Blick auf den Empfänger, so sieht er aus. Der hat ein neues Display, wo die beiden Kanäle angezeigt werden mit der entsprechenden Lautstärke. Es wird angezeigt, wer im Betrieb ist. Die Spannung kann man sehen. Dann hat man die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, USB-C für Stromversorgung, Akku aufladen, aber auch als direkte Verbindung zum PC. Die 3,5 mm Anschlussbuchse, wenn man es über 3,5 mm Kabel machen will. Und auf der anderen Seite die Bedienknöpfe für das Pairing und das Herunterschalten der Dämpfung. Und beim Sender ist es relativ simpel. Da hat man einmal den Mikrofonauslass, den man da rechts unten sieht. Die beiden Lämmchen, die anzeigen Batterie und ob die Verbindung da ist. Und natürlich auch noch die USB-C-Buchse fürs Aufladen und auch noch die 3,5 mm Buchse, wenn man es mal über das 3,5 mm Kabel anschließen will. Das ist die Hardware und die habe ich mir geschnappt. Dazu meine Mivo Startkamera und bin dann rausgegangen auf den Sportplatz, weil da habe ich mal eine definierte Strecke. Und was habe ich mir angeklemmt? Genau, ich habe mir das Rode Wireless Go 2 Mikrofon hier an meinen Anorak geklemmt. Der Empfänger klemmt im 3,5 mm Eingangsbuchse von der Mivo Start. Und hier ist ein Sportplatz mit einer 100 Meter Bahn, um einfach mal zu testen, wie weit eigentlich dieses Mikrofon reicht. Es soll ja 200 Meter überbrücken können. 200 Meter habe ich hier nicht, aber ich habe hier 100 Meter. Auf dieser Aschenbahn übrigens bin ich mal die 100 Meter, 4 gelaufen. Und jetzt gehen wir mal die ganze Strecke runter und gucken, wie lange hier das Audio funktioniert. So, dann fangen wir mal an hier. Ich werde mal so ein bisschen Countdown machen. Wobei, ich könnte eigentlich die 100 Meter noch mal laufen. Versuchen wir es noch mal. Jetzt sind wir bei 25 Metern. 25 Meter. Nähern uns ganz schnell dem 50 Meter. Und wie die rote Ziellinie überschreite ich jetzt die 50 Meter Marke. Ist nur noch einstellige Meterwerte, bis ich so, das sind jetzt 100 Meter Entfernung. Der Ton ist gut, das Bild ist mies, vermute ich mal. So, also ich kann es zwar jetzt nicht hören, weil natürlich hier auch die WLAN-Verbindung zur Start verloren gegangen ist vom Handy, aber die Audioverbindung sollte noch stimmen. 75 Meter, ich sag's nochmal. Gut, mit 100 Meter, wenn das nachher auch funktioniert, ich muss mir das selber nochmal anhören, dann ist es in Ordnung. Die Kamera soll ja 200 Meter überbrücken können. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was sind eigentlich die Use Cases dafür. Na, wird man doch begrenzt. 50 Meter. Die andere Frage wäre, wenn jetzt hier noch was zwischen wäre. Zum Beispiel, ich gehe mal hier hoch und ich packe mal die ganzen Bäume dazwischen, hier auf ungefähr 30 Metern. Dann ist jetzt eine Menge zwischen der Kamera, dem Empfänger und dem Sender. Ich komme mal wieder runter, würde mal überlegen, was dann passieren würde. Gut, aber auch das, wenn jetzt hier ein paar Wände dazwischen wären, ja, auch da fehlt mir der Use Case. Was brauche ich, eine Kamera und ein Videobild zu übertragen und ein Audio, wenn ich im Videobild natürlich nichts sehe? Das macht ja auch keinen Sinn. Wir sind nochmal an der 25 Meter Linie. Ja, ansonsten bin ich mit der Wireless Go 2 recht zufrieden. Insbesondere auch die Funktion, dass ich direkt hier auf dieses Mikrofon aufzeichnen könnte, wenn ich es eingestellt hätte über die App, ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Hammer. Auch dieses minus 20 dB Aufnahme Möglichkeit, also dass ich nicht nur meinen
eingestellten Lautstärkepegel aufzeichne, sondern nein, noch um 20 dB verringerten zweite Aufzeichnung mache, ist cool. Falls man mal übersteuert hat, hat man trotzdem noch eine gute Aufzeichnung. Ja, ich würde mal sagen, das bis hierhin. Und jetzt muss ich mal ins Studio gehen und mir das Ganze anhören. Also zurück ins Studio. Ja, also das war der erste Test. Ich sag mal so, 100 Meter direkt auf Sicht, dort auf freier Strecke, kein Problem. In dem Moment, wo ich quasi in die Strecke runtergelaufen bin und mit meinem Körper das Mikrofon und den Empfänger abgedeckt habe, die Verbindung dazu, dann wurde es so ab 50 Meter ein bisschen knackelig. Sollte man also nicht machen. Ich frage mich dann sowieso, wen will man aufnehmen, wenn man 100 Meter entfernt ist und hat ein Mikrofon. Also der Use Case ist nicht so ganz da, aber man kann sagen, die Reichweite ist erstmal da. Natürlich war die Ecke dort auf dem Sportplatz, da war kein Mensch oder nur zwei, drei, aber kein großer Funkbetrieb, der jetzt hätte als Störfaktor gelten können. Hinter den Bäumen bei ungefähr 35 Metern war die Verbindung auch noch gut, also kein Problem. Ja, und insofern zur Reichweite würde ich sagen, läuft, funktioniert. Man müsste es mal, wenn man mal wieder in Regionen oder auf Konferenzen ist, wo sich dann mal 50, 60, 70, 80 verschiedene WLANs plus diverse Handys und all sowas tummeln, sehen, wie stabil das Ganze dann ist. Aber es macht einen guten Eindruck. Ja, und soweit heute mein kurzer Test über die Reichweite des neuen Rode Wireless Go 2 Sets.